Hallo und Servus aus dem Münchner Olympiapark. Wir sind hier beim Spartan Race München zum inzwischen sechsten Mal. Die letzten 6 Jahre haben wir also alles durch die Bank schon erlebt, was das Wetter zu bieten hat. Jetzt kurz vor Startbeginn, kurz vor 9 Uhr und wir stehen da in der Jacke und wir frieren nicht, aber wir spüren es schon in den Knochen. Ja, das Wetter Alter, auf jeden Fall. Ich denke, es ist gar nicht so schlecht, ne? Das wird ein schnelles Rennen werden. Ich meine, wir haben ja hier im Hintergrund schon den kleinen See, ja? Da müssen die Teilnehmer ja auch durch. Wird kalt und wer nicht frieren will, geht schnell durch. Auf jeden Fall heute auch wieder Knackpunkt, wie die letzten Jahre auch. Wir haben es erlebt. Speerwerfen, wer trifft nicht, da kann schon die Entscheidung fallen. Es wird ein enges Feld sein. Charles Franzke ist heute mit am Start. Klar, brauchen wir nicht drüber reden, Top-Favorit. Wir haben natürlich die starken Italiener am Start. Den Eugenio Bianchi, den Manuel Morricone, die letztes Jahr schon die Dachserie gelaufen sind. Wir haben einige starke Österreicher natürlich am Start. Kurz zur Dachserie, weil du es angesprochen hast, sind 3 Rennen. Sprintdistanz, Superdistanz, Beast. Und wir schauen uns jetzt kurz an, was gestern am Freitag passiert ist. Gestern Nachmittag hat bereits das Kinderrennen stattgefunden. Und am Abend war der Nachtsprint, der hier im Olympiapark in der Nacht stattgefunden hat. Da war schon der Countdown und da ist schon der erste beinahe gestolpert beim Antritt, aber alle rausgekommen und jetzt ist der letzte aus der Elite-Welle am Start und ab geht's. Ja, es ist ein schnelles Rennen. So, wir sind hier bei Charles, beim Führenden. Wenn ich das sehe, hat es schon, ja. Charles ist natürlich nicht nur ein guter Läufer, wie man jetzt gerade kurz gesehen hat, auch ein ausgesprochen guter Hindernisbewältiger, ja, also er hat da wirklich eine sehr, sehr gute Technik, er trainiert da auch ganz speziell drauf, um das Ganze immer weiter zu verbessern. Wir sind hier bei Position 6, 7, 8, 9, 10 und nach den 1,5 Kilometern sind hier wirklich alle noch sehr dicht beieinander, also sehr spannendes Rennen, sehr schnelles Rennen. So, jetzt sind wir beim Water Crossing, beim Ausstieg Charles Franzke raus, aber wirklich, man muss schon sagen, Eugenio ist ihm dicht auf den Fersen, auf Nummer 3, der Überraschungskandidat aus Tschechien, Richard Hijek. Hinter uns sehen wir schon bereits die beiden Führenden, Charles Franzke und Eugenio Bianchi, beide haben den Speer nicht getroffen und müssen zu den Burpees abbiegen. Hier, jetzt der drittplatzierte Richard Hijek muss auch in die Burpees abbiegen. Und jetzt kommt es darauf an, wer trifft den Speer und übernimmt hier die Führung. Wir haben jetzt 3 Athleten, die den Speer getroffen haben und ein ganz neues Führungstrio geht hinaus auf die Strecke. In Führung jetzt David Labrosse aus Frankreich, dicht gefolgt vom Lokalmatador Simon Weig. Hinter den beiden die beiden Österreicher Michael Sauer und Stefan Teufner. Die übernehmen jetzt zu viert hier die Führung und gehen in das nächste entscheidende Hindernis. Wir sind gespannt bis zu den nächsten Bildern von dem Hindernis. Jetzt haben wir hier gerade die Führende gesehen. Wie es weitergeht, während wir hier eine Kandidatin sehen, die nicht getroffen hat. Aus Ungarn, die gerade den Speer geworfen hat und auch leider nicht getroffen hat. Und wir warten hier noch auf die Zweitplatzierte, Joanna Kaspirsk, die Vorjahressiegerin. Aktuell Jan Philipp Diekmann, auch kein Unbekannter, auf Platz 1. Gefolgt von David Labrosse auf Platz 3. Stefan Teufner, auch kein Unbekannter aus Österreich, auch ein starker Kandidat, ist in Österreich beim Auftakt in Kaprun Zweiter geworden. Jetzt kommt auch schon Charles Franzke angelaufen. Simon Weig ist gerade hochgeklettert. Hier sind wir wieder beim Führenden. Und hier eine... Oh, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Und da sind auch schon die beiden anderen wieder aufgelaufen. Eugenio Bianchi und Charles Franzke. Somit haben wir schon wieder... Das alte Führungsduo gleich vorne, denke ich mal. Klasse, ich meine, Eugenio ist ein wirklich starker Mann. Wenn man das schafft, so stark da dran zu bleiben, an dem besten aktuell, an dem besten Hindernisläufer aus Deutschland, Charles Franzke, dann ist das schon eine Nummer. So, jetzt haben wir wieder den Charles in Führung.
Aber wie ihr sehen könnt, ist das jetzt so nach der Hälfte des Rennens, ungefähr die Hälfte des Rennens, noch eine ziemlich dichte Angelegenheit, während wir hier wieder sehen, wie man so ein Netz technisch schnell und sauber löst. Genau, aber es haben auch andere drauf. So, hier sind wir beim führenden Charles Franzke, Jan-Philipp Diekmann auf 2. Wir befinden uns jetzt hier im Olympiastadion an einem der letzten Hindernisse, dem Sandbag Carry. Also Eugenio und Charles wirklich gleich auf. Die schenken sich keinen Zentimeter, nehmen hier jetzt den Sandsack auf. Und hier gilt es wirklich möglichst schnell mit dem Sandsack die Runde zu absolvieren. Den Sandsack wieder abzulegen und im hohen Tempo weiterzulaufen und die letzten 3 bis 4 Hindernisse in Angriff zu nehmen. Noch einmal 10 Sekunden dahinter, Stefan. Also die 3 Erstplatzierten circa 20 Sekunden voneinander getrennt, gehen hier auf den letzten Kilometer und die letzten ausschlaggebenden Hindernisse. Er ist tatsächlich schon auf dem Weg Richtung Ziel, also doch ein sehr, sehr schnelles Rennen. Wir sind jetzt gerade beigelandet und hier haben wir den ersten Charles Franzke, Vorjahressieger, Dachseriensieger und auch 2019 Spartan Race Sieger München. Charles Franzke mit einer Zeit von 34 Minuten und etwas mehr als 30 Sekunden oder ziemlich genau 30 Sekunden. Ja, Wahnsinn! Ja, so Sperrwurf, da habe ich echt gedacht, Mist, es haben einige nicht getroffen. Ich glaube, es lag am Schwimmen. Da habe ich immer gedacht, letzten Jahre, es ging mir öfter schon so, bleib locker vom Kopf, mach dein Rennen weiter. Und dann kurz nach dem Rope-Climb habe ich wieder Luft nach vorne gekriegt. Da habe ich nochmal angegriffen. Nochmal angegriffen und einen nach den anderen überholt, oder? Genau, also einen nach dem anderen dann so mir geholt und kurz nach dem Netz im Wasser habe ich dann die Führung übernommen und von da an wusste ich, jetzt musst du echt Druck machen, dass ich nicht wieder rankomme. Am Anfang ein bisschen schlecht, aber ich bin dann schön reingekommen. Da ist so richtig losgegangen für mich, das Ganze. Burpee-frei, das Ganze, so wie es sein muss. So, Ladies and Gentlemen, das war die Top 3 der Männer und hier sehen wir die Führende bei den Damen und ja, da geht es auch schon Richtung Ziel in einer wirklich sensationellen Zeit. Petra Gruber aus Österreich. Und bei den Damen heute sieht es ganz nach Sieg aus für Petra Gruber. Bis zum Sandsack Carry war das noch eine ganz enge Geschichte mit Joanna Zukowska aus Heidelberg. Ja, da ist die Freude groß. Man kann es schon im Gesicht ablesen. Petra Gruber auf dem Weg zum Sieg aus Österreich. Congratulations, Petra. Ganz starkes Rennen mit 42 Minuten und ein paar zerquetschten. Da wird David sicher gleich auch das Siegerinnen-Interview führen. Also kann man nur sagen, kann man den Hut ziehen, Respekt. Die freuen sich über das Ergebnis. Absolut. Absolut. Petra, wie geht's dir? Sache bei dir, aber echt cool. Mir geht's wahnsinnig gut. Also ich hatte halt, ich habe gehofft, vielleicht ob bin. Es ist ein Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ja, echt super. Wie hast du das halt gemacht? Also wie hast du die alle hinter dir lassen können? Keine Ahnung. Ich habe da, was ich kann. Ich bin einfach gelaufen. Ich habe es genossen. Ist erst mein zweites Rennen fehlerfrei. Also dieses Saison. Das war der ausschlaggebende Punkt, oder? Fehlerfrei. Ja. Wo hast du dann die Führende überholt zum Schluss? Wo hast du dann die Führung übernommen? Die tatsächlich Führende hat einen Rope Climb nicht geschafft. Und da haben wir beide gemeinsam überholt und dann waren wir so Kopf an Kopf. Bei den Hindernissen bin ich ein bisschen besser gewesen als Johanna, aber knappe Sache. I am exhausted. Yeah, no, because this cold is draining. Like, yeah. You know, in the lake, I was like that, so you know. Oh, you didn't swim? No. Yeah, because I wouldn't be able to hold my... So I was like, somehow, yeah. It was great, great race. I recommend Munich. Come here. Alle Ergebnisse, Fotos, alle Rennen findet ihr auch online www.spartanrace.de. Wer es heute nicht geschafft hat, nach München zu kommen, das nächste Rennen wartet schon auf euch in St. Pölten in Österreich. Also es ist nicht mehr viel Zeit. Meldet euch an, macht schnell, es gibt noch ein paar Startplätze. St. Pölten.